Hey und herzlich willkommen zurück zu. Ja, ich komme nicht auf diesen Namen, ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber hier stand doch gerade was, ne? Ich konnte mal kurz, habe ich das, ja. Die Bewohner so und so. Also, wir sind jetzt in der Kirche. Ich weiß ja nicht genau, was ich jetzt machen soll. Warte, wie war das jetzt? Jetzt gucken wir uns das erstmal hier alles an. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Für Mama und Papa. Ja. Bitte wache über sie. Okay, mal gerade weiter gucken. Jetzt wollte ich irgendwie warten. Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Aber ich erstmal nicht. Ich muss erstmal gerade was gucken. Ja, wir spielen auf jeden Fall jetzt mal weiter. Nö. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Schwefel. Da können wir gleich, können wir irgendwas mitmachen wahrscheinlich. Das auch was? Tränke. Alol. 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 Okay, gehen wir weiter. Was haben wir hier so? Ah, hier, guck mal. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Wie man den, das Kind rumschleudert. Guck mal. Entschuldigung, aber das ist ein bisschen witzig. Ich habe jetzt gedacht, ey, warum schleudere ich den Sohn hier so rum, den Bruder so rum? Ja, wow. Okay, ich denke mir mal, wir müssen nach Rose. Alles klar. Also hier nochmal genießen. Hier die. Oh, ey, das sieht geil aus. Alte Gemäuer, ich hatte liebe alte Gemäuer, wow. Krass. Also halt die Kirche. Aber egal. Jetzt gucken wir mal hier. Machen wir mal hier. Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht. Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte. Es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Gerade reingegangen. Müssen nur aufpassen. Also ich verrate jetzt nichts, wenn ich... Ist das der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Wenn man das Spiel nicht kennt... wie kommt man denn hier runter? Ah, hier. Oh, okay. Sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Ey, das sieht cool aus in Ultra. Weil ich habe eben ein Spiel gespielt, der war ja voll am Ruckeln, ne? Und das beim so einem PC, ja. Okay. Da ist auch noch was. Schwefel wieder, schön. Aber das braucht man nachher für irgendwie was zu machen. Wahrscheinlich so ein für einen Schleuder so mit brennen, mit brennenden Sachen oder so. Dann gehen wir mal hier runter. Okay. Sehr cool, ey. Nachher können wir uns nicht mal gucken, weil wir dann noch wahrscheinlich rennen müssen und alles. Machen wir das lieber jetzt. Boah.
Den Geruch kenne ich. Okay. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. So, ein kleines Bierchen. Ah. Das tut gut. Was haben wir hier? Leder. Ah, hier können wir wieder was für die... für unsere... Schleuder tun. Genau. Aha. Okay, gehen wir weiter. Gucken wir das nochmal hier uns an. Sehr geil. Weiter geht's. Okay, hier wird gespeichert. Bin mal gespannt, was wir hier machen müssen. Gehen. Ah, hier ist hinten noch was. Salpeter. Salpeter, wofür ist Salpeter? Salpeter ist eigentlich für jemanden zu betäuben, ne? Dafür ist, Blumen, die sind wunderschön. Okay. Wie voll die Gräber hier. Uiuiui. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Hugo, Nelken. Hugo. Kann man hier irgendwie gucken? Nelken, Nelken, Nelken. Kann man nicht. Ah, doch, hier. Nelken werden so und so. Nelken werden auch als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen sich diesen Namen auf ihre Schönheit zurück. Andere ziehen sich auf eine Legende laut derer sie aus dem Blut von Christus, Wundermale oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein soll. Sie gelten daher Symbol der Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihr Blütenblätter wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt und in Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem Ruf beitrug. Aha, Entschuldigung. Aber hier habe ich immer, hier habe ich einen vergessen, kann das sein? Scheiße, ehrlich. Dabei gucke ich ja schon eigentlich, ne, viel. Okay, gehen wir hier hin. Ah, jetzt noch was. Was haben wir hier? Steine. Und Stoff. Okay. Der ist da reingegangen, ich weiß, aber ich guck nochmal hier. Haha, ich wusste es. Schnur und Schwefel. Schwefel habe ich, glaube ich, alles, ne? Geil, cool. Entschuldigung, dass ich hier nochmal gucke, aber ich finde das echt genial. Ich gehe mal hier rein. Okay. Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang,
Durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Was macht er denn da draußen? Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Wartet hier! Wo geht's denn ohne? Bruder Morell! Warum geht's denn ohne? Bruder! Stimmt was nicht? Pater! Sie kommen! Nein, nein, nein! Sie kommen! Nein! Oh Gott, der kann gar nicht laufen! Schnell! Das nicht! Pater, nein! Das nicht! Heftig, ne? Heftig. Mein Gott, Hilfe, hoch, bleib in meiner Nähe. Sie haben ihn gefressen, Amicia, sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Mit kalt gucken. Sie sind überall. Das Licht, sie haben Angst vor dem Licht. Wir müssen hier raus, Amicia! Ich weiß! Los, weiter! Das ist ein Mönch. Der andere Bruder. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich. Da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Ich werde dir helfen. Ja. Verstehst du? Na gut. Das sucht sie also heim. Ratten. Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Problem ist, wie kümmere ich denn? So. Komm, ich helfe dir. Ja, gut. Okay, okay, okay. Krass, ne? Aber sieht auch wieder cool aus.
Muss man mal gucken, wie wir es hier machen. Da brauche ich nicht. Eieiei. Da oben, Amicia. Die sollte ich runterholen können. Ah, okay, okay, okay. Wie war das nochmal? Die haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Okay. Kletter hoch. Na gut. Ja, ich muss gucken. Ich will mich nicht fressen lassen. Ich möchte jetzt hier mal richtig durchkommen, ohne irgendwelche Fressaktionen. Nur mal gucken. Ja, hier ist Licht. Hier ist Licht. Okay. Dann laufen wir schnell hier rüber. Hier ist auch Licht. Mal gucken, was haben wir hier? Auch wieder Salpeter. Anscheinend kommen die hier nicht hoch. Naja, gucken wir mal. Leder. Ah, wahrscheinlich da. Ah, wahrscheinlich hab. Ah, wahrscheinlich. Aber. Ah, wahrscheinlich. Ah. Gut, wir gehen gleichzeitig. Ich gehe zuerst. Mhm. Das ist die Frage, wie, ne? Jetzt aber. Sie sind zu laut! Viel zu laut! Hugo, beruhige dich! Ist da irgendwas, was... Nee. Okay. Alles klar, hier ist noch Licht. Hier ist eine Bank. Okay. Was haben wir hier? Werkzeug. Bänder. Was können wir denn hier machen? Eine Tasche. Munitionstasche. Also das Einzige, was wir machen können, ist eine Tasche. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay. Aber sonst haben wir nichts, ne? Ne, das ist alles noch nicht das Wahre. Okay. Nur mal gerade. Okay. Keine Ratten. Hier Steine. Okay, guck mal. Oh, von wegen. Ja, das Licht. Schnell ins Licht. Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Okay, ich weiß was. Guck nur mal gerade. Geht das nicht? Scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit. Okay. Ah, die schmatzen so schön hier. Lecker Schinken. Da, die drei Heiligen. Okay. Salpeter, hier ist ein bisschen was. Aha, aha, aha. Da, wir nähern uns dem Ausgang. Okay, ich trinke mal gerade einen Schluck. Also, bis jetzt sind wir schon durchgekommen ein bisschen. Jetzt gucken wir mal gerade, was hier ist. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Alkohol.
weiß noch nicht ganz genau. Ich versuche mal hier hochzukommen, genau. Okay. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Achso, okay. Wiederholt. Ah. Okay. Oh, ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Oh. Nein. Geht's dir gut? Ja. Bleib, wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, Wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Okay. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Sieh nur, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Ah, okay, Schudi, ich muss die hin tun. Ah, okay. Alles klar. Okay. Und hoch. Okay, alles klar. Boah. Aber heftig, wa? Ja, Viecher hier. Schnell jetzt. Ah, Amicia, komm schnell. Hugo, was ist denn? Hugo, antworte mir. Los, los. Haben wir alles. Ja, haben wir alles. Gut, gehen wir wieder zurück. Was denn, wie kann man sich denn sitzen? Also C. Okay, lassen wir die Fackel gerade entbrennen. Okay. Nochmal. Nochmal. So, und jetzt. Hugo, geht's dir gut? Da waren Ratten. Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber da sind Ratten. Ich mache dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. Okay. Ah, okay, da hinten. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Warte, ich habe etwas für dich. Perfekt, danke. Alles klar. Gehen wir nochmal zurück. Nehmen ein. Wandern hier rüber. Okay, machen wir hier so.
Jetzt geht's durch. Durch. Gut, du kannst jetzt runterkommen. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. So, jetzt müssen wir nur gucken, wohin. Weil die können wir ja auch ein bisschen verbrennen hier. Okay, das weiß ich. Weil ich das bei Gronkh gesehen habe. Okay. Du zuerst. Natürlich. Natürlich. Ich hatte ja irgendwas übersehen. Ah, Werkzeug haben wir auch gefunden. Wunderbar. Das habe ich schon mal gesehen. Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Das hier habe ich wieder was übersehen. Die große Kreuz. Liegt vor den Jahrhunderten zurück und die Kirche sieht in neuen Gefahren ausgesetzt. Krankheiten, Hungersnot, Krieg. Das Elend treibt die Menschen in die Armee der Gläubigen, des Glaubens. Der Bedarf der Spiritualität, der den vielen Toten zu schreiben ist, zwingt den Klerus dazu, in aller Eile neue Priester auszubilden. Aber einige Leute suchen auch weiterhin im Heidentum. Aberglaube und bei Ausdingne. Oh. Ordensvereinigung. Ja, Aberglaube. Aber ich habe schon wieder einen übersehen, ne? Kann das sein? Da unten ist was. Folge mir. Na gut. Nee, bleib da oben. Ah, ich hätte besser sagen müssen, bleib da. Bleib hier, es dauert nicht lange. Ich rühre mich nicht. Aufpassen, dass ich nicht, dass das hier zu. Aber da hinten, ich hab was hinten gefunden. Ich hab gerade was gefunden. Ja, da hinten ist noch was. Da hinten ist noch was. Aber das sind wahrscheinlich nur Steine, was? Amicia, komm zurück! Oh. Beruhige dich, uns geht's gut. Tut mir leid, ich hatte Angst. Okay. Lass mich nicht zurück, Amicia. Alles ist gut, ich bin doch hier. Das war gruselig, ich will mich nicht mehr fürchten. Nee, dann nehmen wir sie mit. Dann nehmen wir ihn mit. Schon gut, du kannst kommen. Na gut. Warte hier auf mich. Ich? Ja, komm, alles gut. Ja, ja. Ich habe mich wieder vertan, sorry. Das war dasselbe gedrückt. Ja gut, da war nicht viel. Also ich habe gedacht, da wäre noch was. Ja, aber ich habe irgendwo was verpennt. Keine Ahnung. Aber kann man ja irgendwie... Rühr dich nicht vom Fleck, ich bin gleich wieder da. Bitte bleib nicht lange weg. Nee, geht nicht. Okay. Du kannst jetzt kommen. Ja.
Dann gehen wir weiter hier entlang. Gucken wir mal. Ob wir hier. Nee, hier kommen wir nicht durch. Moment, hä? Warum geht das hier nicht? Ich muss hier woanders hin. Ich muss hier woanders entlang. Ich muss anders entlang. Moment mal, habe ich hier eine Leiter oder was? Okay, ich muss wahrscheinlich woanders entlang. Also gucken wir mal. Also nochmal runter. Nein. Ich gucke mal. Hier entlang, komm. Weil ich für Watch Dogs Legends, Legion, spiele ich ja. Und da ist dieses Leerzeichen, das. Sehen, wo es her entlang gehen könnte. Aber da war ja nichts mehr, ne? Okay. Dann hier entlang. Okay. Die Krypta! Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Wir sind noch nicht raus, Mädels. Jungs und Mädels. Okay. Alles klar, jetzt gehen wir hier, das ist die Werkbank. Gucken wir mal, was wir machen können. Wir können Beutel? Munitionstasche. Inventar, Schleuder, Beutel. Bänder. Schleuder. Verringert die benötigte Zeit, um höchste Präzision zu schießen. Dann taucht die Munition. Okay, ja gut, dann machen wir das. Das sieht schon viel besser aus. Okay, machen wir ein Beutelchen. Oh, 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 hier ist sie noch schon wieder. Los, kletter hoch! Natürlich. Sieht auch wieder nach Ratten aus. Ey, Ratten, fuck! Ist eigentlich eine, ne? Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Okay. Ist jetzt nicht Remy? Ey, Remy, geh weg. Was ist das da an den Wänden? Ich weiß es nicht. Überall Blut. Voll das Blut. Eieieiei. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Und jetzt? Ach da. Oh, da bist du aber echt vorsichtig sein jetzt, ey. Oh, oh, oh. Komm ein bisschen näher. Wo können wir hergehen? Da entlang? Ja, gehen wir da entlang. Okay, dann gehen wir da entlang. Sonst wüsste ich nicht, woher. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Amicia, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft. Sie brennt im Hals. Okay. Nein. Hier müssen wir hier entlang. Da drüben. Licht. Wir haben es geschafft. Ja, noch nicht ganz. Lauf. Hab ich schon fast gedacht. Geschafft. Amicia, ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen.
Oh Mann, traurig. Errungenschaft, Vergeltung. Der Amicia, Lehrling. Werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Der Lehrling erreiche Laurentius Hof. Wow. Sieht das cool aus, einerseits. Aber andererseits, die ganzen Ratten da. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Aber hier ist nichts, wo man... Nee, ne? Ich will jetzt nicht hier was verpennen, wieder verpassen. Da dran vorbeilatschen. Weil die geht's auch runter, ne? Hey, Hugo, wo willst du denn hin? Da, Luftblasen! Sieh mal die Blasen! Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Ach, weißt du, man hat so viel Zeit der Welt. Wir haben so viel Zeit der Welt. Wir gucken uns die Fliegen an. Die Musik war auch cool gerade. Aber hier, was ist hier? Hier war was. Das ist, hab ich doch gesagt, hier ist doch was. Wir wollten ja nicht hören, ne? So, was haben wir hier? Okay, ach, guck mal hier. Macht ihr alles noch lieb? Was ist das? Irgendein Gefäß. Das Zeug da drin sieht komisch aus. Ja, lassen wir lieber die Finger davon. Ein Tongefäß, in dem alchemistisches Material verarbeitet werden, gekocht oder mit Säure versetzt wird. Und dass sein Besitz von Dämpfen und Spritzen... Wie heißt das? Spritzer, ne? Boah, Entschuldigung. schützen soll. Das Wort Herrn... Okay, lese das selber. Ich kann das nicht, ey. Scheiße, ich bin nicht gut im Lesen. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht sind die Ratten gekommen. Ja. Sie werden mal direkt schon zum Weg wiedergeführt. Krass. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Heftig, wie der aussieht, ne? Okay. Hier ist auch... Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Das ist ein komisches Geräusch. Ach, nichts. Kann man sich was da nehmen von?
müssen wir gerade nochmal dahin. Okay, der... Ach, der stellt sich... Der geht mit dem Rücken darüber. Aber wohin soll man denn gehen? Auf dem Tisch steht auch was. Okay. Dann nochmal gerade. Oh, das erste Mal war schon mehr als genug. Na, wartet. Der hängt mit dem Rücken da. Müssen wir denn da hinter dem hin, oder was? Wo ich verstehe es nicht. Diesmal hätte ich was finden müssen. Amicia, guck mal. Diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ich habe keine Wahl. Was war das? Ein Steinchen? Ha, das war dein letzter Fehler. Hast du gehört? Scheiße, Scheißendreck. Ah, mal gucken. Oh. Was könnte man denn machen? Amicia, ich habe keine Wahl. Ich versuch's mal. Oh. Den hab ich gar nicht getroffen, den Idioten. Womit hat man mich da beworfen? Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Hab ich euch endlich. Ach nee, komm, ehrlich. Das sollte reichen. Oh. Eine zweite Marie. Ah, okay. Ich weiß, woher wir müssen. Ah, machen wir nochmal. Okay, gucken wir mal hier. Okay. Das Band hol ich mir auch. Das hol ich mir auch. Ja. Der geht da rüber. Warte mal, der geht da rüber. Da gehen wir mal hier entlang. Machen wir es anders. Gehen wir mal hier so. Amicia, ich habe keine Wahl. Wo kam das her? Ach nee, komm, ehrlich. Ja, hab ich. Nee, ehrlich? Amicia, Amicia, Der geht dahin, wo man wirft. Momentchen, der geht dahin, wo man wirft. Momentchen. Ja, ich muss noch ein bisschen lernen. Ich muss das Ding noch ein bisschen lernen. So. So. Pass auf. Wir machen Folgendes. Wir hauen den jetzt hier so weg. Und gehen wir direkt hier rüber. Okay. Amicia, ich habe keine Wahl. Okay, und jetzt hier rüber. Wer hat mich damit beworfen? Na, du. Du bekommst eine ordentliche Abreibung. Warte nur. Ha, hab ich euch doch noch erwischt. Oh nein, ehrlich. Das sollte reichen. Hey, da ist jemand. Okay, du musst da rein. Die Sau, ey. Voll die dumme Sau. Weißt du das? Da voll die dumme Sau, ey. Also, wir müssen hier runter. Aber ich kann... Ach, was ist das? Amicia, ich habe keine Wahl. Hä? Was war das? Ein Steinchen? Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, ja, komm. Hab ich euch endlich. Nein, ehrlich. Ich hätte... Amicia! Amicia!
Es tut mir so leid, ja. Ich muss dir das. Es ist nicht wahr. Manchmal könnte ich kotzen bei manchen Sachen, die ich spiele. Ja, ich plötzlich dann irgendwo. Okay, nochmal. Ich habe eine Idee. Nochmal. Amicia, ich habe keine Wahl. Womit hat man mich da beworfen? Das war dein letzter Fehler. Laufen. Ja, lauf nur. Das wird ein Spaß. Ach, ehrlich. Ich hatte mich schon wieder gesehen. Moment. Hey, ihr werdet den morgigen Tag nicht beenden. Nein. Ich bin beleidigt. Ich bin jetzt voll beleidigt, weißt du das? Ich würde sagen, wir machen das moin. Ich danke fürs Zugucken. Ich bin beleidigt, ich komme da nicht durch. Bis morgen, ja? In der nächsten Folge von Amnesia. Ich wünsche euch was. Ciao, bye, bye.